Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute zocken wir Chroma Gun VR und zwar auf der PlayStation VR mit Aim Controller. Das ist mal cool. Es gibt nicht so viele Spiele auf der PSVR mit Aim Controller Support. Dieses hat es zum Glück. Und zwar ist das eine Art Puzzlespiel. Wir müssen mit dieser Waffe, die Farben verschießen kann, müssen wir so kleine Droiden an bestimmte Stellen locken mit Farbanziehung, damit Türen geöffnet werden zum nächsten Level. Das ist ziemlich cool gemacht. Also zieht euch einfach mal rein. Viel Spaß und los geht's. So Leute, willkommen im Spiel. Guck mal, wir haben endlich wieder den Aim-Controller hier. Ich bin so froh, dass ich nochmal damit zocken kann. Das Ding ist sehr, sehr cool. Und wir schauen uns mal kurz die Einstellungen an. Wir können hier einmal Lautstärke, Drehgeschwindigkeit, Farbenblind, Schrittweise, Drehung, Laufrichtung, Controller und Vibration. Das habe ich mal so gemacht, dass wir uns hier flüssig drehen können. Für mich ist das gerade noch so erträglich, weil ihr wisst ja, Motion Sickness und so, aber es geht wohl noch. Wir gehen jetzt mal aufs Spiel. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Und offensichtlich wird auch nichts erklärt. Egal, wir... Was muss ich denn damit machen? Ich drücke jetzt hier mal alle Knöpfe rum. Aber irgendwie... Keine Ahnung. Wir gehen mal hier hin. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich den hier irgendwie mit dem Trigger drücken muss. Okay, hier muss definitiv ein Tutorial her. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Nee, ich kann mit diesem Ball nichts machen. Das ist natürlich jetzt auch geil, ne? Vielleicht müssen wir gar nichts mit dem Ball machen. Wir gehen mal hier lang. Hallo? Narration. Was mir übrigens bei dem Spiel sehr auffällt, ist, dass die Schrift... Also wenn ich jetzt hier stehe, ist die Schrift für mich absolut nicht lesbar, weil die so krass flimmert und flackert wegen diesen Aliasing-Effekten. Fällt mir bei diesem Spiel extrem stark auf. Dafür läuft es aber halt auch flüssig. Ne? Jetzt kann ich die Schrift lesen. Ey, wir hatten da die ganze Tüte Popcorn vergessen, Junge. Also, was eine Verschwendung. So. Kann man hier auch rennen? Ich weiß es nicht. Guck mal hier. Hier kann man auch nicht lang. Na, dann gehen wir mal in den Aufzug. Vielleicht geht der ja auch so. Ah, okay. Gut. Ich weiß zwar nicht, wofür dieser Ball jetzt gut war, aber na gut. Macht ja nichts. Das ist ein komischer Sound. Das knackt und knarzt. Vielleicht ist das normal. Oh. Willkommen in den Testlaboren von ChromaTech. Oh. Du bist hier, weil du einer der Besten bist. Nicht, Hallöchen. Weil du dringend 10 Mäuse brauchst und sich sonst niemand beworben hat. Wer sagt denn sowas? Bevor es losgeht, müssen wir deine Bewegungsfähigkeit testen. Bitte lauf durch den Gang Richtung Ausgangstür. Hallo? Die Ausgangstür ist die Tür am Ende des Ganges und sieht anders aus als der Rest des Gangs. Es ist schließlich eine Ausgangstür. Ja, ich würde mich hier gerne anmelden für ein Virtual Reality Seminar. Nein? Darf ich eine von den Orangen haben? Vielleicht? Nicht so gesprächig, die Dame.
Was ist das überhaupt für ein Bekl Was sind das für billige Stühle, die da haben? Dam, dam, da, dam, dam. Also es ist jetzt wohl doch ein Tutorial da, aber die erste Szene fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Da würde ich jetzt erwarten, weil ich von dem Spiel halt nichts kenne, dass man da irgendwie mit dem Ball irgendwas machen muss. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir haben es ja herausgefunden. Übrigens habe ich die Musik von dem Spiel ausgestellt. Ihr wisst, wegen Copyright und so von YouTube. Deswegen mache ich die Musik immer aus. Sonst wird ja in Zukunft noch viel schlimmer mit den ganzen Urheberrechtssachen. Falls ich das hier überhaupt alles noch machen kann. So. Farbanziehung. Worker-Droids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen Farbe angezogen und können zwischen ihnen aufgehängt werden. Allerdings ist das nicht besonders nett, ihnen. Was? Aha. Gut. Also wir haben jetzt hier anscheinend irgendwelche Wände mit irgendwelchen Farben und die. Sensationell! Bitte hebt die halbautomatische Nanoacrylat-Projektilschusswaffe vor dir auf. Hä? Kann man hier nicht rennen? Sieht nicht so aus. Ich hätte gehofft, dass man, wenn man den Stick reindrückt, dass man dann schneller gehen kann. Das ist die Chroma Gun, Oh! patentausstehend, von der du schon so viel gehört hast. Schick! Nur ein Scherz. Natürlich hast du noch nicht davon gehört. Wir bei Chromatec wissen, wie man Geheimnisse für sich behält. Und du Oh! solltest das auch. Schieß auf den Worker-Droid, um ihn aus dem Weg zu schieben. Und verlasse dann den Raum mittels der Raumverlasstechnik, die du im letzten Raum erlernt hast. Raumverlasstechnik. Geil. Einfach durchgehen. Okay, also ich muss einfach jetzt nur mit dem Trigger da drauf schießen. So weit, so normal. Okay, jetzt muss ich den. Ich habe es tatsächlich noch nicht so ganz verstanden, was das hier soll. Aha. Okay, also diese Wände hier, die nicht so ein komisches Gitter haben, die können wir irgendwie an. Markieren. So jetzt den quasi. Und dann werden die angezogen. Gut. La 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 la. Loading. Also was mir jetzt gerade auffällt, nochmal mit dem Aim-Controller, der ist aus irgendwelchen Gründen viel besser getrackt als die Move-Controller. Das funktioniert ja richtig gut. Trigger. Trigger öffnen mit ihnen verbundene Türen. Ein Trigger kann mehrere Türen öffnen und eine Tür kann von mehreren Triggern geöffnet werden. Axiomatisch öffnen. Keine Trigger. Ke Ach du Scheiße. Okay, Trigger. Müssen wir gucken, was die damit Sensationell. meinen. Bitte lauf wieder Richtung Ausgangstür. Wir sind davon überzeugt, dass du nun alle Fähigkeiten besitzt, um diese einfache Übung beenden zu können. Oh, das ist. Wir müssen voll aufpassen, weil wenn die einmal gelb sind, dann kannst du die gar nicht mehr umlackieren.
Siehst du, wenn ich den nämlich jetzt da hinten hinballer, dann komme ich da gar nicht mehr durch. Das ist das Problem. Wie mache ich das denn? Der geht ja jetzt da hinten davor. Und dann bin ich im Arsch. Wobei, da hinten ist auch noch so eine Wand, ne? Dann kann ich die anschießen. Und dann geht er ja in die Mitte. Genau. Gut. Das habe ich soweit kapiert. Das ist schon mal interessant. Also sehr, sehr, sehr interessantes Spiel. Also es ist für mich halt wirklich so eine Art Rätselspiel. Seht ihr eigentlich, wenn ich die Kamera... Genau, ihr seht den Tracking-Bereich, ne? Genau. Und wenn ich den hier halt raushalte, dann sieht man eine Art, das Tracking ist da zu Ende, der Bereich. Die Farbe der Chroma Gun ist eine eigens kreierte Mischung aus teilweise tödlichen, gefährlichen, radioaktiven Isotopen und bemalt jede Fläche, die nicht dazu entwickelt wurde, nicht angemalt werden zu können, inklusive Worker Droids. Angesichts dessen wäre es eine schlechte Idee, die Farbe zu schnüffeln, berühren oder daran zu lecken. Njam, 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 njam. Schnüffeln. Hä? Aha. Okay. Hey! Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, sowas zu machen, ne? Oh, habe ich nicht gerade gemeint, das wäre gut getrackt? So, Worker Droids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen... Hä, das kennen wir schon. Oh. Ich glaube, das war nicht so gut, ne? Das war überhaupt nicht so gut. Ah, doch. Ja, 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 ja. So. Düm, 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 düm. Also der... Für mich ist bis jetzt schon das Speziellste an diesem Spiel halt der Aim-Controller-Support. Hätte das jetzt kein Aim-Controller-Support, wäre das tatsächlich so ein bisschen, würde ich sagen, boah, lustiges Rätselspiel, aber das war es auch. Aber so... Finde und stell dich auf die Türsteuereinheit. Sensationell. Bitte verlass die Steuereinheit nicht, um sicherzustellen, dass die Tür geöffnet bleibt. Okay, dann bleibe ich hier mal eine Stunde stehen. Sensationell. Du hast die Korrelation zwischen Steuereinheit und Worker-Droid erfolgreich verstanden. Das macht dich intelligenter als 39% aller Testpersonen und 97% aller Testaffen. Hahaha! Was? 3% der Affen waren intelligenter als ich? Verdammt! Okay. Oh shit. Shit. Ach so. Läuft. Das läuft. So, so, da sind wir. Ja, sind halt schon interessante Rätsel. Die werden natürlich sicherlich viel, viel schwerer, sodass ich bald sicherlich hoffnungslos überfordert sein werde. Tödlich elektrische Wartungskacheln heißen nicht umsonst so, genau.
Die Anziehungskraft, die die Farbe der Chroma Gun generiert, basiert auf einer sehr komplexen Reihe mathematischer Vektoroperationen. Anstatt es also nicht zu verstehen, wenn ich es dir erkläre, probier es einfach aus. Genau. Ja, also ganz klar, das haben wir ja schon gelesen in dieser einen Nachricht. Wenn wir zwei verschiedene Wände anmalen, dann wird er von beiden gleich stark angezogen und bleibt dann quasi in der Mitte stehen. Macht Sinn. Oh, jetzt wird's interessant schon. Ha! Ne, ihr seht, also in der Mitte ist er dann hier am Start. Krass! Sehr, sehr krass. Puh, farbfilternde Partikelwände. Ausschließlich Farbkugeln können Partikelwände passieren. Die Farbanziehungskraft wird von ihnen blockiert, ebenso wie Worker-Droids, Menschen, die Chromagon selbst und Zähne. Im Gegensatz zu den vorherigen Räumen sind die Worker-Droids in den folgenden Räumen nicht deaktiviert, sondern im Standby-Modus. Ähnlich wie dir und mir gefällt es ihnen nicht, wenn man sie mit Farbkugeln beschießt. Bitte stör sie nicht. Sie sind zwar nicht dazu programmiert, dich bei Kontakt zu töten, werden es aber aufgrund minimaler Fehlkommunikation bei der Herstellung trotzdem tun. Ich kann die ja eh nicht abschießen. Das will ich aber eigentlich jetzt ausprobieren, das ist euch klar, ne? Oh shit! Nein! Lauf! Lauf! Ich frage mich, ob es irgendeinen in dieser Szene gibt, der nicht auf dieses Ding schießt. Oh, müssen wir ja sogar. Ha, ha, ha. Ja, geil. Sehr, sehr krass. Huh. Hallo? Hinweis, je bösartiger ein Worker-Droid aussieht, desto bösartiger ist er auch. Ahaha, läuft! Die Farbe der Chroma-Gun kann gemischt werden. Wenn du dich an den Kindergarten erinnerst, sollte das leicht sein. Wenn du dich nicht erinnerst oder du nie im Kindergarten warst, gibt es ein Seminar über subtraktive Farbmischung für Kindergartenkinder im Anschluss an die Tests. Okay. Was ist denn sein Problem hier? So. Moment, wir haben jetzt... Also unsere Waffe ist anscheinend immer gelb. Habe ich das richtig verstanden? Was ist denn hier los? Kaputt. Oh shit. Was habe ich getan? Ich habe es verkackt. Mal gucken, was passiert. Ich bin tot. Okay. Oh, das Ding vibriert. Immer noch.
Immer noch? Angesichts deiner jüngsten Patzer, und das sind viele, sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich Kung Fu als äußerst nutzlos im Kampf gegen Walker-Droids herausgestellt hat. Die Farbe der Chroma-Gun kann gemischt werden. Wenn du dich an den Kindergarten erinnerst, sollte das leicht sein. Wenn du dich nicht erinnerst oder du nie im Kindergarten warst, gibt es ein Seminar über subtraktive Farbmischung für Kindergartenkinder im Anschluss an die Tests. Aha. Aha. Ja. Was geht hier? Nein, ich schieße nicht an. Ja, wunderschön, Leute. So sieht's aus. So sieht's aus. Das ist natürlich sehr interessant. Da kommen immer mehr Techniken hinzu. Ach du Scheiße. Worker-Droids sehen von allen naheliegenden Wänden. Das kennen wir schon. Okay, die Tipps sind jetzt, die haben nichts mit der aktuellen Situation. Um den Test fortzusetzen, nimm die verbesserte Dreifarb-Chroma-Gun vom Boden auf, da du ohne sie die folgenden Räume nicht lösen können und schlussendlich verhungern würdest. Ah, also ich kann jetzt mit den Tasten hier, welche haben wir hier? Ja, alle außer die X-Taste kann ich jetzt hier die Farben wählen. Krass. Blau. Ah, ne. Gelb. So. Das ist ja. Hier, irgendwas ist hier nicht gut. Das ist hier alles schon kaputt irgendwie. Dim, 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 dim. Wunderschön. Ja. Also müssen wir jetzt auch Farben mischen. Das ist krass. Das ist krass, krass, krass. Oh Mann. Oh nein, wir müssen Farben mischen. Ja, Leute. Ich denke, wir haben jetzt einige Techniken gesehen, wie das Spiel funktioniert. Und ich würde sagen, wir gehen mal zurück ins Studio. Wenn ihr an dieser Stelle weiterschauen wollt, dann geht auf meinen englischen Kanal, der ist unter diesem Video verlinkt. Und da geht es an dieser Stelle weiter, aber jetzt erstmal zurück ins Studio. Chroma Gun war das und ja, doch, das ist durchaus nett. Das ist zwar jetzt, ich sag mal, wenn wir das mit den anderen PlayStation VR-Spielen vergleichen, wie, ja, wie Moss oder Resident Evil 7 oder Astrobot, ne? Das kannst du nicht vergleichen. Das ist ein kleines Spielchen, es ist ein kleines Puzzlespielchen. Wir sehen es ja auch schon am Preis, das kostet viel weniger als die anderen Titel. Ihr könnt da jetzt kein AAA-Game erwarten, aber für so ein kleines Rätselspielchen ist das ziemlich cool. Hat Spaß gemacht. Allerdings, ich habe an der Stelle halt, wie gesagt, bei meinem englischen Video weitergezockt und da gab es dann halt so ein kleines, ja, es ist ein kleines Missverständnis und zwar, die Ansage ist so, dass gleichfarbige Wände gleichfarbige Droiden anziehen. So, und wenn wir ein bisschen weiterspielen, ihr seht das in meinem englischen Gameplay, dann sind da schwarze Droiden. Ja, schwarze Droiden und schwarz bedeutet, wir müssen alle Farben an die Wand schießen und dann wird das schwarz. Aber die Bots werden dadurch nicht angezogen. Und da habe ich gedacht, was zum Geier, warum? Die Wand ist schwarz, der Bot ist schwarz, warum wird das nicht angezogen? Ich dachte zuerst, das ist ein Bug, ein Fehler, aber ich habe dann den Entwickler angeschrieben und der meinte, das wäre ein bisschen unglücklich erklärt oder gar nicht erklärt und man muss das irgendwie durch Mischen von Farben irgendwie anders anordnen und das habe ich nicht so ganz kapiert. Vielleicht bin ich einfach zu dämlich dazu, aber das müsste vielleicht noch erklärt werden, dass schwarz nicht angezogen wird. Da habe ich mir nämlich einen Wolf gesucht und habe es dann letztendlich abgebrochen in meinem englischen Gameplay. Also wenn ihr an der Stelle hängt, nicht verzweifeln, einfach die Farben irgendwo hinschießen, denke ich mal. Ja, nichtsdestotrotz finde ich das cool, dass der Aim-Controller unterstützt wird. Das ist für mich so das
das Highlight von dem Spiel, weil der Aim-Controller wirklich Bock macht, der ist cool. Und von daher, die 15 Euro sind für mich noch okay. Die sind für mich definitiv noch okay. Mir hat das Spaß gemacht. Und warum nicht? Ne? Jetzt hat es halt VR-Support. Das hier ist übrigens die Non-VR-Version, sehe ich gerade. Chroma Gun VR. Keine Ahnung, irgendwie ist das, ich weiß gar nicht, ob das hier noch nicht drin ist oder so. Auf jeden Fall ist das cool gemacht. Das ist definitiv cool gemacht. Und wenn ihr auf Puzzlespiele steht, dann solltet ihr euch das definitiv reinschrauben. Sehe ich zumindest so. Wenn ihr, ich meine, wir haben ja den, die Leute, die den Aim-Controller haben, die denken ja, wir haben ja jetzt nicht so viele Spiele. Jetzt habt ihr noch ein zusätzliches Spiel, wo der Aim-Controller supported wird. Also, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.